Nun, die Hauptaufgabe liegt natürlich darin, dass ich zuständig bin für die Inhalte und die Qualitätssicherung. Aber dann sehe ich mich vor allen Dingen als Coach unserer Studierenden, weil die Zeit von Beginn bis zum Abschluss des Studiums ist eine lange Zeit. Da gilt es, so manches Hindernis zu überwinden, sei es jetzt familiärer oder beruflicher Art. Und ja, da sehen wir uns eigentlich in der Verantwortung, individuell zu betreuen und damit auch einen erfolgreichen Abschluss möglich zu machen. Ja, wir richten uns vor allen Dingen an Berufstätige, die einen Ausbildungsberuf im Gesundheitsbereich absolviert haben und jetzt einfach an dem Punkt sind, wo sie sagen, wir wollen mehr lernen im Bereich Managementkompetenz und im Bereich betriebswirtschaftlicher Kompetenz. Ja, die Hochschule Neu-Ulm ist eine Business School. Das heißt, unser Fokus liegt vor allen Dingen auf dem Anwendungsbezug, die Verbindung von Theorie und Praxis. Ich denke, wir sind da auch gut aufgestellt. Unsere Fakultät Gesundheitsmanagement hat ausschließlich Dozenten beschäftigt, die in dem Praxisfeld Gesundheit auch über langjährige Berufserfahrung verfügen. Das kommt unserer Lehre zugute und wir können unsere Studierenden gerade im berufsbegleitenden Bereich auch immer wieder an ihren Berufserfahrungen abholen. Und es gibt ganz wunderbare inhaltliche Gespräche, wo auch wir noch lernen können. Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Freizeit und Studium, die ist natürlich schwierig. Ja. Wir reden von 3 Jahren, in denen diese Bereiche vereinbart werden müssen. Und da gibt es viele Hindernisse zu überwinden. Aber wir stellen fest, dass vor allen Dingen das erste Semester das Entscheidende ist, weil man sich da neu organisieren muss, mit der Familie vereinbaren muss, dass man Lernzeiten braucht. Ja? Und wenn man das Ganze dann im ersten Semester gepackt hat, dann schafft man es eigentlich auch für den Rest des Semesters und des Studiums. Und ich möchte eine Analogie bringen. Das Joggen ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie sich unsere Studierenden fühlen. So, im ersten Semester ist es wie beim Joggen, also die Schwierigkeit, überhaupt die Turnschuhe anzuziehen und die ersten Meter zu laufen. Ja. Aber wenn man dann mal die Routine gewonnen hat und die Freude an der Bewegung, dann entwickelt sich dieses Hochgefühl, dieses Flow-Gefühl, die Freude. Und so ist es auch beim Studieren. Wenn man das erste Semester gepackt hat, dann entwickelt sich die Freude am Lernen, dieses Hochgefühl, was zu schaffen und dass man sich wirklich weiterentwickelt.